Sag mal, deine Herkunft ist jetzt ja eigentlich auch nicht so optimal gewesen, oder? Für so eine Kaiserin-Geschichte? Ja, wieso denn eigentlich? Also meine Eltern hatten dieses Wirtshaus und ich habe es übernommen. Also ich weiß gar nicht, was daran nun eben so spektakulär sein soll. Naja, ich meine, Wirtshaus ist halt immer so ein bisschen... Nur weil meine Feinde mich immer zwischen Hurenmutter und Badehausmuhme angesehen haben. Also, naja, also sowas kann muss ich ja man jetzt auch nicht glauben. Ich war eine reelle Wirtin in diesem Wirtshaus. Mhm. Und da gab es für ehrliches Geld stets einen guten Tropfen. Das war alles. Basta. Naja, also ich habe mir das ja jetzt nicht ausgedacht, ne? Also das ist ja schon durchaus so, dass einige Autoren das schreiben, dass das so eine etwas anrüchige Geschichte gewesen ist. Ja, aber wie gesagt, das anrüchig muss man nicht glauben. Und du siehst ja, aus einer Wirtshaustochter kann mit etwas gutem Willen, politischem Geschick und einem Quäntchen Glück die Augusta des Römischen Reiches werden. Ja, also wie war denn das eigentlich? Kam dann irgendwann Konstantinus vorbei und dann hast du ihn dir klar gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also klar gemacht würde ich jetzt nur nicht diesen Ausdruck benutzen, aber natürlich kam er irgendwann vorbei und dann haben wir uns kennengelernt und dann gab es Konstantin. Und dann gab es irgendwann Konstantin. Aber verheiratet wart ihr nicht, ne? Nein, richtig verheiratet nicht. Das ging ja nicht. Also es war so eine, naja, halblegale Beziehung. So ein Konkubinat heißt es, glaube ich. Ja, kann man wohl so sagen. Und dann bin ich ja auch zurückgetreten, um dann Theodora den Vortritt zu lassen, damit dass es ein bisschen weitergehen konnte. Also das heißt, er hat dich nicht verlassen, sondern du hast... Es gibt auch Entscheidungen, die man gemeinsam trifft. Also das habe ich noch nie gelesen. Also normalerweise heißt es ja immer, er hat dich verlassen, weil er irgendwie mächtiger sein wollte. Gut, aber wie gesagt, letztendlich bin ich die Augusta des Römischen Reiches. Ja, das ist richtig. Ich meine, die andere Augusta ist ja auch irgendwie... Ne? Also ich weiß nicht, aber diese Geschichte mit Fausta ist ja schon irgendwie auch nochmal so eine Geschichte für sich, ne? Also an diese Familientragödie möchte ich mich eigentlich gar nicht weiter erinnern. Ich habe mit meiner Pilgerreise vieles versucht gut zu machen und was da nun genau gelaufen ist, wer weiß es. Auf jeden Fall, Crispus musste dran glauben und da er mir als Enkel sehr nahe stand, habe ich gedacht, dann muss Fausta auch büßen. Ja, aber es ist halt schon, also ich meine ganz ehrlich, also aus der heutigen Zeit heraus gesehen, es ist halt schon an sich eine ziemlich harte Nummer, dass Konstantin seinen Sohn hat umbringen lassen. Da gibt es garantiert ganz, ganz viele Geschichten in dieser Hinsicht. Das war nicht nur Konstantin. Nee, natürlich, aber es war auch Konstantin. Ja. Also man kann ja jetzt auch nicht so tun, als hätte er seinen Sohn nicht umbringen lassen. Wie gesagt, es gab ganz viele andere Geschichten auch. Und letztendlich habe ich ja dann die Pilgerreise gemacht und habe versucht, da für meine Kinder, Enkel und Kindeskinder zu beten und zu danken und vielleicht eine gewisse Schuld abzutragen. Ja, das war ja dann aber vermutlich auch schwer nötig. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was ist denn überhaupt passiert? Also das ist ja etwas, was die Quellen uns überhaupt nicht sagen, was da genau gelaufen ist zwischen Fausta und Crispus. Ja, du wirst dich wundern, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ach, du weißt es auch nicht? Nein, das war nun Konstantins Sache. Und dann hast du nicht wenigstens mal nachgefragt? Einiges lässt man dann auch so ein bisschen im Stillen geschehen. Also da muss man nicht immer ganz genau drüber reden. Also das heißt, vielleicht ist auch, also ich meine, ob das todeswürdig gewesen ist, ist ja dann sowieso noch mal eine andere Geschichte, finde ich. Aber das heißt, vielleicht ist auch gar nichts gewesen und er hat einfach so Crispus vergiftet und Fausta im Bad verbrüht? Ja, wie gesagt, also bei Crispus konnte ich nichts tun. Ja, das hat dir nicht gefallen mit Crispus? Nein, wie gesagt, er stand mir eigentlich sehr nahe. Aber bei Fausta war dir das egal, oder wie? Wie gesagt, ich fand es nicht gerecht, wenn nur Crispus büßen musste. Ja gut, das kann ich ja noch nachvollziehen, aber ich meine, die... Also was du jetzt irgendwie verschweigst, ist natürlich, dass du dadurch alleinige Augusta geworden bist. Das kann man so sehen, aber... Naja, das kann man nicht so sehen, das ist eine Tatsache, oder?
Und ich kann auch im Übrigen nichts dafür, wenn Konstantin beschließt, die Namen Crispus und Fausta zu tilgen im Nachhinein. Naja, gut, das. Also ich meine, es ist ja nun offensichtlich, dass du sehr viel Einfluss auf deinen Sohn gehabt hast. Ja, das ist richtig. Ne? Also ich meine, du hast ja, ich meine, hast ja vorhin selber erzählt, du bist eine Herbergswirtin gewesen, hast dann im Konkubinat gelebt, hast dann aber trotzdem es geschafft, die Söhne von Konstantinus und Theodora zu verbannen. Ja, das musste auch sein. Ja, das musste sein, damit Konstantin da irgendwie. Ja gut, aber wie hast du das überhaupt gemacht? Also ich meine, also eigentlich hattest du ja überhaupt gar keine Stellung. So, also es ist ja auch, ich finde das, also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, ich finde das cool, aber es ist ja schon eine krasse Sache. So. Naja, nun, man hat ja seine gewissen Verbindungen und dann schafft man sowas schon. Also man muss sich so in den politischen Strukturen und in den Machtkämpfen, Intrigen, da muss man sich etwas auskennen und dann geht das schon. Also das heißt, es war dir halt schon auch wichtig, dass Konstantin Kaiser wird. Naja, man will immer das Beste für seinen Sohn. Ja, weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Mütter, die sehen das anders. Also nein, also das finde ich völlig. Und also es ist ja auch die Frage, ob das dann das Beste ist. Ich meine, es ist das Größte und das Mächtigste und so. Aber die Tetrarchie hat dir ja auch nicht gefallen, ne? Nee, da konnte man also wirklich ein bisschen unglücklich mit sein. Und weißt du, es war ja schon so, als Konstantins Vater nun überraschenderweise da in Großbritannien da starb. Ich meine, nicht umsonst hat doch das Heer dann gleich Konstantin ausgerufen. Also ich meine, er hatte doch Begabung, er hatte doch die Gabe, Kaiser zu sein. Warum sollte ich das nicht unterstützen? Nee, ich habe ja nicht gesagt, es ist ja klar, dass du das unterstützt. Aber es ist ja gleich die Frage, ob man dann die ganze Tetrarchie irgendwie ad acta legen muss. Es hat ja ein bisschen gut, hat es ja auch funktioniert. Ja, aber es gab doch zuweilen Querelen und so ein Alleinherrscher ist immer besser. Ja klar, vor allem aus der Sicht des Alleinherrschers und seiner Familie ist es natürlich viel besser. Ja. Kann man auch gleich so eine dynastische Geschichte daraus machen. Das, ne? Und Konstantin musste ja auch kämpfen. Ja, gut. Ne, gut. Du weißt doch, die Schlacht, an die wichtige, Brücke, ne, wissen, wo ja. Er eben im Traum schon diese Vision hatte, dass ein Engel kam mit dem Kreuz und sagte, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und so passierte es dann ja auch. Also er hat es ja nicht so in den Schoß gefallen gekriegt, sozusagen. Also du meinst, es ist schon auch so eine göttlich legitimierte Geschichte gewesen? Ja, wenn man das so sieht. Siehst du es so? Vielleicht. Ich glaube schon, ne? Ja. Naja, gut, ich kann es ja auch nachvollziehen. Also, klar. Wahrscheinlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass mein Kind irgendwie Kaiser des kompletten Römischen Reiches wird und ich dann irgendwie Augusta. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Fausta gewesen wäre, ja. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit Konstantin verheiratet und der wird Kaiser und sagt dann zu mir, Edgy Bash, nicht nur du meine Frau wirst, Augusta, sondern auch meine Mutter. Ja. Naja, komm, das ist schon ein bisschen, schwierig. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja nicht abgelehnt. Also nee, natürlich hast du es nicht abgelehnt. Dir hat es ja ganz gut gefallen, ne? Ja, warum nicht? Also ich meine so, wenn Münzen mit deinem Bildnis geprägt werden, das hat schon was. Oder wenn du diejenige bist, die das Diadem tragen darf. Das ist vor allen Dingen, wenn man, naja, also ich will jetzt nicht sagen, Notenkontext und so, aber... Wie bitte? Nichts, nee. Ist, ja. Ich hab's dir erklärt. Ja, ich weiß, du hast es mir erklärt. Ob ich dir glaube, ist halt nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Heiden nicht traue oder den Christen nicht traue. Naja. Aber dann warst du ja alleiniger Augusta, das hast du ja gut hingekriegt. Die Gewalt über die ganzen Reichtümer hattest du auch. Ja, die hat Konstantin mir gleich gegeben. Das war ja auch sehr sinnvoll, weil ich dann ja auch so einen gewissen Auftrag hatte, im Sinne des Christentums zu wirken. Also er hat dann ja dieses Edikt erlassen, das eben... die Christenverfolgung aufhörte, dass freie Religionsausübung in seinem Land sein durfte. Und da habe ich ja versucht, das Christentum ein bisschen, ja, man kann nicht sagen, zu forcieren, aber denn es ging ja darum, die Gläubigen, ja, denen musste man was geben. Man konnte nicht einfach so hoffen, dass sie das weiter verbreiten oder weitertragen, sondern man musste ihnen etwas Konkretes geben. Also zum Beispiel die Stätten, wo Jesus gewandelt ist. So wie der Prophet sagt, lasst uns da beten an den Orten, wo Jesus Füße waren. Und das muss man sichtbar machen.
Man kann zwar dahin gehen und sagen, hier war Jesus, aber es ist nicht so konkret. Mhm. Und deswegen habe ich angefangen, die Kirchen zu bauen, um den Gläubigen zu zeigen, was da war, was das für Orte sind. Und so ist das dann auch mit den Reliquien. Man muss die Gläubigen manchmal sehen lassen, fühlen lassen, damit sie dann wirklich an ihrem Glauben festhalten und bestärkt sind. Okay, das heißt, es hat auch irgendwie was mit Macht zu tun und mit Einfluss. Also jetzt halt eure Religion, eure neue Lieblingsreligion, die ihr dann da irgendwie stark macht? Oder naja, man versucht ja immer das, wovon man überzeugt ist, dann groß zu machen. Das ist doch klar. Also das heißt, du würdest dich auch als überzeugte Christin bezeichnen? Doch, würde ich so sehen, ja. Wer war denn eigentlich zuerst, Christ, du oder Konstantin? Ja, das ist ein wenig, das kann man nicht so ganz sagen. Also er hat die freie Religionsausübung da ja eingeführt. Er war dann aber noch so ein bisschen so schwankend, weil er ja auch noch seinen Soul im Kopf hatte. Und ich bin dann schon eher richtig gläubig geworden, denke ich. Und er hat sich dann ja auch erst spät taufen lassen. Ja, auf dem Sterbebett. Auf dem Sterbebett, und das habe ich dann vorher schon gemacht. Ja, du bist, okay, das heißt, du bist auf jeden Fall zuerst sozusagen richtig in die Religion eingetreten, um es jetzt mal wenn so zu sagen. Wenn du das so siehst, ja. Ja. Aber er hat mich ja immer bei diesen Kirchenbauten und so immer völlig unterstützt. Ja. Ihr seid dann ja auch relativ schnell ins Heilige Land gefahren, nachdem die Tetrarchie nicht mehr da war und er sozusagen das ganze Reich hatte. Ja gut, da konnten wir uns da ja auch dann frei bewegen. Ja. Ja, also ich hab natürlich ein bisschen was gelesen. Euseb, ne, Vita Constantini, beschreibt ja eigentlich ganz schön deine Reise, muss man sagen. Und ich meine, es ist natürlich, auch Euseb ist natürlich kein Historiker in unserem Sinne. Ja, also wir haben da natürlich jetzt keinen 1:1 Bericht von dem, was wirklich passiert ist. Wieso guckst du denn jetzt so? Naja. Also ich meine, man hatte ja auch so seine Möglichkeiten, wenn jemand etwas Negatives schrieb oder so. Naja, also ich meine zum Beispiel, ist ja schon auffällig, dass Fausta und Crispus einfach überhaupt nicht vorkommen zum Beispiel. Also das hat ja mit historischen Tatsachen, wie wir das heute verstehen, natürlich nicht so viel zu tun. Ja gut, das war eben diese Familientragödie, über die wir auch nicht mehr reden wollten. Ich will ja auch gar nicht mit dir über die Familientragödie so viel weiter reden. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass deine Frömmigkeit immer so extrem stark betont wird, ja. Also ich habe das irgendwo diese schöne Aussage, jetzt muss ich natürlich kurz gucken, wo das ist. Weißt du, wo das steht? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Wo du die Armen beschenkst. Ja, das habe ich natürlich getan. Ja. Ich habe also, erstmal habe ich für die Heeresangehörigen ziemlich viele Ausgaben getätigt. Und dann habe ich alle Armen und Kranken und Schwachen im Heiligen Land beschenkt und freigebig mein Geld gegeben. Habe versucht, auch welche aus dem Gefängnis zu befreien und... Ja, du warst ja schon ziemlich alt, ich will jetzt nicht zu nahe treten, du warst ja schon ein bisschen älter. Richtig. Fast 80, glaube ich, als du ins Heilige Land gefahren bist. Ja, Ende 70, ja. Ja, also du musst ja noch sehr, sehr rüstig, sage ich jetzt mal, gewesen sein. Ja, also meine Gesundheit war noch so, dass ich das machen konnte, sonst wäre ich da ja irgendwie nicht wiedergekommen. Aber es war ja auch ein Auftrag. Also es war ja einerseits, diese Familientragödie, über die ich nicht weiter reden möchte jetzt. Und dann gab es ja auch für mich einen Traum, in dem gesagt wurde, dass ich das Heilige Kreuz finden soll. Und insofern habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Mhm. Und denn das mit dem Kreuz ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte fürs Christentum. Ja, natürlich, klar. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, aus welchem Holz dieses Kreuz gemacht worden ist. Da gibt es eine Legende, die ist also wahnsinnig. Das ist ganz toll. Also ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen. Also Adam liegt auf dem Sterbebett und er schickt seinen Sohn Seth, damit er das Öl der Barmherzigkeit holt. Seth kriegt vom Erzengel Michael aber nur einen Zweig des Baumes der Erkenntnis. Mit diesem Zweig kommt er wieder zu Adam, aber Adam ist inzwischen verschieden. Nun pflanzen sie den Zweig auf das Grab von Adam. Mhm. Und es wird natürlich ein Baum. Mhm. Und ich ahne, diesen Baum möchte Salomon zum Bau seines Tempels benutzen.
Aber egal, was die Bauleute machen, entweder das Holz ist zu lang oder es ist zu kurz, es passt jedenfalls nie. Salomon kann dann nichts mit anfangen und legt es dann als Steg über ein Gewässer. Da kommt die Königin von Saba, sieht das Holz, sieht schon das Kreuz und warnt Salomon, dass er den bitte nicht verbauen soll. Weil man den noch braucht. Daraufhin wird der Stamm vergraben. Darüber bildet sich ein Teich, in dem die Opferschafe gewaschen werden. Das Holz treibt wieder an die Oberfläche und seitdem gilt das Wasser als heilkräftig. Und nun kommen die Leiden Christi und nun erinnert man sich an dieses Holz und macht daraus das Kreuz. Das ist eine sehr schöne Geschichte, aber die ist natürlich kokolores, ne? Aber ich fand sie sehr schön. Natürlich, klar. Und sie stellt Verbindungen her. Darum geht es ja. Darum geht es auch für die Gläubigen, Verbindungen herzustellen. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Kreuz. Was auch nicht ganz so einfach war. Ich musste auch wieder Strafen anwenden. Ich musste den in Brunnen sperren, damit er mir endlich den Platz des Kreuzes sagt. Weil er sich weigerte, den Leviten da. Also, ne? Musste man wieder sowas anwenden. Möchte man ja gar nicht. So, und dann haben wir gegraben. Und dann haben wir drei Kreuze gefunden. Okay. Hast du mitgegraben oder hast du graben lassen? Also, ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, den ersten Spatenstich zu machen. Das wirklich? Das musste ich tun. Also, das heißt, du warst persönlich archäologisch tätig? Ja, also das ging ja gar nicht alles. Aber dann habe ich arbeiten lassen. Natürlich, also du warst ja auch schon fast anstrengend. Die Augusta, ich meine, das ist ja auch nicht so. Das war nur so symbolisch. Ja. Ne? Mhm. Und wir haben diese drei Kreuze gefunden und diese Legende, die dann später kommt, ist mir ja nur angedichtet worden, dass ich da prüfen musste, wessen Kreuz was ist. Und ja, ich dachte, du hast einen Lazarus-Test durchgeführt, dass du einen kranken Toten oder so. Ja, das ist da hinten nachher irgendwie entstanden. Ich wusste doch, welches Kreuz das richtige ist. Woher wusstest du das denn? Weil noch die Tafel. Inri war noch drauf. Jesus Nazarenus Rex, du da. Ja, das stand da doch noch. Ich habe doch die Hälfte der Tafel noch mitgenommen. Deswegen wusste ich doch sofort, welches das richtige Kreuz ist. Ja, aber also es ist ja schon so, dass aus den historischen Quellen eigentlich nicht hervorgeht, dass diese Kreuzauffindung überhaupt passiert ist. Nicht alles. Auch wenn die Historiker das glauben, gibt es in den historischen Quellen. Es gibt vieles, was auch nebenbei passiert ist, was nicht vermerkt ist. Aber die Kreuzauffindungslegende taucht erst in den, ich glaube, 80er Jahren auf. Das erste Mal. Vorher wird da überhaupt nicht drüber berichtet. Tja, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich weiß ja nur, was ich so erzählen kann. Aber du hast ja auch Kirchen gestiftet im Heiligen Land. Ja, genau. Welche? Also natürlich über dem Ort der Kreuzesfindung, dann die Geburtskirche. Ah, in Bethlehem. In Bethlehem und ich habe noch so weitere andere. Aber also schon so ein paar. Mhm. Du warst ganz gut dabei, so was Kirchenstiftungen anging. Und Du hattest ja auch die Mittel zur Verwaltung und da ging das immer ganz gut. Und dann haben wir das auch immer weiter ausgeschmückt, diese Kirchen. Wie gesagt, für die Gläubigen, damit sie irgendwie etwas zum Sehen und zum Anschauen, zum Anfassen haben. Deswegen habe ich ja auch dann das Kreuz auch teilen lassen in verschiedenen. In Rom liegen ja noch. Stimmt, da liegen ja noch drei Teile. Ein Stück hier von der Inri-Tafel, ein Nagel. Einer ist in Bamberg, glaube ich. Und in Rom liegen aber noch zwei Dornen von der Dornenkrone auch. Und wie da der Finger vom heiligen Thomas von dem Ungläubigen hingekommen ist, das weiß ich nicht mehr. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Der wird immer so in einem Zuge mitgenannt, aber weiß also das nicht. Heißt, alles, was du sozusagen, du hast eine Grabung durchführen lassen, hast da diese drei Kreuze gefunden. Was hast du mit den anderen beiden gefunden? Waren das die von den Schächern? Oder? Das werden die beiden. Ja. Und was hast du mit denen gemacht? Ich glaube, die habe ich vor Ort verkauft, weil das fand ich irgendwie. Okay, wer verkauft denn sowas? Weiß ich nicht, jemand, der Holz braucht? Okay, also ja. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ich glaube, das ist auch eine Weile her. Das Wichtige war, dass das Kreuz. Natürlich, das Kreuz des Erlösers ist natürlich irgendwie eine wichtige Geschichte. Ja, verstehe ich. Aber wie, wenn du nochmal so zurückblickst, jetzt vielleicht nicht auf dein komplettes Leben, aber gerade auf diese Geschichte mit dem Christentum, weil du ja natürlich so eine.
ja, so eine wichtige Figur innerhalb der Ausbreitungsgeschichte des Christentums bist. Wie würdest du dich da einschätzen? Hast du einen großen Anteil daran gehabt, dass das Christentum zur Weltreligion geworden ist? Oder? Also mir ist das eigentlich gar nicht so bewusst geworden. Also wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, dass das dadurch so einen Erfolg bekommen hat. Also ich habe das getan, weil ich es für wichtig hielt und weil ich die Religion natürlich aus Überzeugung auch vertrat. Der Meinung war, dass viele Menschen sich dem Christentum anschließen sollten. Aber ich habe eigentlich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich damit jetzt eine Weltreligion stifte oder für die Verbreitung sorge. Mhm. Also ich glaube, das ist eher in der Schau also wenn man zurückblickt. Ja. Also wie gesagt, ich hielt es natürlich für wichtig. Ja, und ja. Ich habe auch diese Pilgerfahrt für wichtig erhalten und was ich da auch gemacht habe und gestiftet und gespendet habe, das fand ich alles sehr wichtig. Ja. Aber dass ich nun da die große Vertreterin war, da habe ich eigentlich auch mehr Konstantin gesehen mit seinem... Wirklich? Also du würdest sagen, dass Konstantin da die entscheidendere Figur ist? Oder? Naja, alleine mit diesem, dass die Religion frei ausgeübt werden konnte. Das war ja der erste Schritt. Sonst wäre man ja wahrscheinlich überall an die Grenzen gestoßen. Wenn man sich an das frühe Christentum erinnert, was eben das nicht frei leben durfte. Also da hätte man ja diese Möglichkeiten gar nicht gehabt. Hm. Ja, es ist halt irgendwie, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich immer das Gefühl habe, dass Konstantin wird so nach vorne gestellt, so als der Held irgendwie, der jetzt da für die Ausbreitung des Christentums gesorgt hätte und du tauchst dann irgendwie immer nur so unter ferner Liefen auf. Das ist halt auch so eine patriarchale Scheiße, glaube ich eigentlich. Das ist ja gut, wenn du das so siehst. Ja, also naja, also ich finde dich halt schon irgendwie, ich meine, deswegen unterhalte ich mich ja jetzt auch mit dir und nicht mit Konstantin, den hätte ich hier ja auch hinstellen können. So. Ja. Also, wir können ja nochmal vielleicht kurz über deine Kirchenstiftung sprechen. Also ich meine, gehst du tatsächlich davon aus, dass du die echten Orte quasi gefunden hast, an denen diese... Stationen in Jesu Leben irgendwie stattgefunden haben? Oder würdest du sagen, okay, manchmal war der Ort auch irgendwie ganz gut und es war irgendwie ganz passend und dann hast du es so ein bisschen so gebogen, dass es halt auch funktioniert hat? Naja, das ist nur eine Frage der Interpretation. Ich meine, das kennt man ja nun von der Geschichte, das kennt man von der Archäologie, das kennt man von vielen Wissenschaften auch, wo sehr viel Interpretation auch bei sein muss. Und ich meine, die eine Stelle natürlich, wenn ich da die drei Kreuze und dann die Inri-Tafel finde, dann gehe ich davon aus, dass ich an der richtigen Stelle bin. Bei der Geburtskirche, okay, da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Da war das nicht mehr ganz so klar und da hat man dann alle Abwägungen getroffen, ob es sein könnte und wo es am ehesten gewesen sein konnte. Und dann habe ich das da gemacht. Okay, das heißt, also es war dir schon auch wichtig, diesen Kirchenbau dann zu haben. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass dir halt total wichtig war, dass die Leute sozusagen einen reellen Anhalt haben, etwas, wo sie hingehen können, wo sie das Ganze irgendwie erfahren können und sich irgendwie einfühlen können. Und das war dir dann schon ein bisschen wichtiger, als jetzt vielleicht unbedingt zu wissen, das ist tausendprozentig der historische Ort? Also ich gehe jetzt mal ganz ketzerisch davon aus, dass niemand hundertprozentig sagen kann, das ist der Ort hier. Und insofern würde jeder andere auch abwägen und sich für irgendetwas entscheiden. Und ehe diese möglichen Orte alle aus dem Gedächtnis verschwinden, ist es doch besser, man baut dann eine Kirche, wo die Gläubigen sich versammeln können, dessen gedenken können, Kraft schöpfen und dann über dieses Mysterium nachdenken. Also das heißt, du meinst, es geht am Ende nicht darum, ob es wahr ist, in unserem heutigen Sinne vielleicht wahr, also tausendprozentig überprüfbar, sondern wahr auf einer anderen Ebene, dass es halt eher um das geht, was die Wahrheit mit den Menschen macht, die sie rezipieren? Also ich würde schon sagen, dass ich möglichst nah an die Wahrheit herankommen möchte. Aber gerade die Wissenschaften, die ich vorhin aufgezählt habe,
im Gegensatz zu den Naturwissenschaften ist es ja nicht hundertprozentig überprüfbar. Natürlich. Jede Quelle kann anders interpretiert werden. Jeder archäologische Befund kann auch anders interpretiert werden. Wir nähern uns damit immer nur der Wahrheit. Und das finde ich wichtig. Und dann kann man auch sagen, okay, ich lege jetzt hier fest für mich und baue dann diese Kirche zum Gedächtnis. Du bist ja dann irgendwann auch gestorben, logischerweise. Und das, was ja irgendwie sehr, sehr interessant ist, sind ja eigentlich also ein paar Sachen sehr interessant. Du hast diesen Wahnsinns-Porphyr-Sarkophag gekriegt, wo man sich immer fragt, war der eigentlich für dich oder war der nicht eher für Konstantin, weil da ja so eine Schlachtenszenerie irgendwie drauf ist, wo man dann immer gleich sagt, ja, der kann ja nicht für eine Frau gewesen sein, der war wahrscheinlich für ihn und dann bist du gestorben und dann hat er sich gedacht, dann nehme ich den irgendwie. Also ich meine, dein Sohn hat sich ja eine eigene Stadt dann gegründet, Konstantinopel, und da ist er dann bestattet worden und brauchte dann auch seinen Porphyr-Sarkophag in Rom irgendwie scheinbar auch nicht mehr. Und du bist aber ja in Rom bestattet, im Helena-Mausoleum. Das steht ja heute noch. Also ich meine mich zu erinnern, dass er wahrscheinlich, wie du sagst, bevor er Konstantinopel gegründet hat, vielleicht sich schon damit beschäftigte und sich diesen Sarkophag hat anfertigen lassen und hat das dann nachher irgendwie war nicht für nötig gehalten, den dann zu überführen nach Konstantinopel oder hat sich da was Neues... und vielleicht, weil ich ja irgendwie doch als Mutter auch trotzdem eine Gefährtin im Geiste für ihn war, hat er dann vielleicht für mich diesen Sarkophag genommen. So könnte ich mir das erklären. Ja. Also ich meine, du hast dich ja am Ende nicht im Heiligen Land bestatten lassen. Hättest du ja auch machen können, sondern du hast dich an Rom bestatten lassen und hast dein Mausoleum an einen Friedhofskomplex anschließen lassen, in der Nähe vielleicht von Märtyrergräbern, Heiligengräbern, sowas. War dir das irgendwie wichtig? Oder? Also Märtyrer waren mir schon wichtig, also, weil Märtyrer sind eben für ihren Glauben gestorben. Also, und das fand ich, waren immer Beispiele, die doch auch fürs Christentum wichtig waren, dass jemand eben so überzeugt war von seinem Glauben, dass er dafür eben in den Tod gegangen ist und gemartert worden ist. Und das fand ich auch als Beispiele für die Gläubigen. Also es sollen um Gottes Willen nicht alle... Also du musst jetzt nicht zum Märtyrer werden, das ist, ne? Schon klar, das ist klar, aber diese Märtyrer, die es dann geworden sind, die fand ich doch schon sehr wichtig und denen fühlte ich mich dann auch irgendwie verbunden und deswegen habe ich auch der Nähe gesucht. Also das heißt, es ist genauso wie bei den heiligen Orten, dass wenn du dich sozusagen in der Nähe befindest, dieser Gräber, dann gibt es irgendwie einen gewissen Reiz. Ja. Also ist eine gewisse, ja, wie soll man das sagen, Aura. Also strahlt die Heiligkeit sozusagen. Ja, sowas strahlt immer. Die heiligen Orte strahlen was aus und diese Märtyrer auch. Also man fühlt sich irgendwie verbunden und ja. Aber irgendwie habe ich gehört, dass ich plötzlich zwei Häupter habe. Wie bitte? Eins irgendwo in der einen Kirche und das andere in der anderen Kirche. Ach so, Kirche. Hast du dich verdoppelt? Also das war mir nicht so ganz klar, ach so, dass das so stimmt. Das das weiß ich nicht. Gut. Aber du müsstest ja schon wissen, welches deins ist. Also da solltest du dich ja einfühlen können eigentlich. Das würde man ja so meinen.